Ohne Kinder hatte die Karriere bei unseren Frauen einen hohen Stellenwert. Gleichzeitig hatten sie aber auch mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Natürlich, man möchte ja auch was erreichen, man möchte auch weiterkommen. Es war ja auch ganz klar, dass ich mein ganzes Leben arbeiten gehen werde und mich nicht auf Mann, Familie, Kind, Hund und Haus und Boot verlassen werde. Deshalb heute wird dann oft gefragt, ja, wo sind denn die Frauen, die die Führungspositionen einnehmen können oder so. Das ist noch so wenig lange her, dass Frauen überhaupt ordentliche Berufe ergreifen konnten und für sich selber selbstständig ihren Lebensunterhalt verdienen können. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt Männer gewesen wären, dann wären wir schon im Studium wahrscheinlich auf Stipendien hingewiesen worden. Dann hätten wir wahrscheinlich schon irgendwo in den USA ein Auslandsjahr gehabt. Also ich habe das dann im Nachhinein mitgekriegt, wie Kommilitonen dann auch so ein paar solche Tipps bekommen haben und weitergereicht wurden und so. Als ich meine Lehre gemacht habe, dann ich hatte einen Altchef und einen Jungchef und wir sind viel zu Industrieaufnahmen rausgefahren und dann hat man da halt auch mit den Arbeitern dort gesprochen und dann hat so der Vorarbeiter lässt dann halt so einen blöden Witz raus und meine zwei Chefs lächeln halt so ein bisschen dazu. In so einem sexuell anrüchigen Kontext über Frauen zu reden, das findet heute nicht mehr statt. Und das finde ich eine große Entlastung, weil ich kann nicht gut auf schlechte Witze reagieren. Also der Start für unsere Selbstständigkeit war, dass wir einen Wettbewerb gewonnen haben. Das ist so früher eine der Möglichkeiten gewesen, an Aufträge zu kommen, im Wettbewerb einen Vorschlag zu machen für ein Thema. Und damals war das eine Wohnsiedlung in Esslingen. Da wurde dann gesagt, ja, aber die haben ja gar keine Kinder. Dann können die doch gar keinen Wohnungsbau machen. Also das wäre... Ein männlicher Kollege wäre das nie gefragt worden. Ich höre immer wieder von Kolleginnen, wenn die dann mit einem Praktikanten irgendwo hinkommen und sie sind vielleicht körperlich eher zierlicher so, dann meinen die, dass der Mann dann derjenige, der Partner ist und sie ist die Sekretärin oder Praktikantin. Also so diese Umdrehung eigentlich der Situation. Als Frau musste man sich in der Arbeitswelt doppelt beweisen. Wie ging man dann erst mit dem Thema Coming Out am Arbeitsplatz um? Das eine ist, wir müssen zusehen, wie wir als Frauen immer noch in stärker männerdominierten Umfeldern uns etablieren können. Und das zweite bleibt immer das Restrisiko. Man weiß nie, wie denken Leute wirklich über lesbische Lebensgestaltung. Also wie denken sie über Lesben? Ich konnte mir nicht vorstellen, in irgendeiner Firma zu arbeiten, wo ich irgendwas vorgeben muss, was ich nicht bin. Also wo ich das Gefühl habe, ich müsste mich wegtarnen. Das war alles eine Horrorvorstellung für mich. Deswegen habe ich mir meine Nische gesucht, möglichst weit weg von dem Mainstream. In den Medien ist es, glaube ich, auch eher ein bisschen leichter. Auch unter den Schauspielerinnen gibt es ja einige Lesben. Aber ich habe mich natürlich immer gefreut, wenn sich Frauen in der Öffentlichkeit geoutet haben, wie Marin Kreumann oder Anne Will. Das war natürlich auch total, yes! Dort, wo ich noch nicht erkenne, dass es so viele gibt, die out sind, ist die Frage in der Wirtschaftswelt. Also dort, wo es um Arbeit, um Geld, um Macht geht, da habe ich die Wahrnehmung, dass man noch lange überlegt, ob man transparent lebt. Zu dem Zeitpunkt, als ich mich dafür entschied, war mein Arbeitgeber die katholische Kirche. Und ich wollte mir das ersparen und ich wollte das denen auch ersparen. Weil gesellschaftlich betrachtet ist es auch für eine Gruppe von Nonnen blöd, mit einer Mitarbeiterin über ihre Lebensform zu reden. Der Arbeitgeber hätte mir kündigen müssen. Ich fand es damals schon immer sehr erstaunlich, wie gut die Schere im Kopf funktioniert. Und so ging es nicht nur mir, sondern vielen anderen. Man verhält sich, man erzählt in dem Kontext, in dem man ist, wo man weiß, man darf eigentlich nicht alles erzählen, erzählt man so, dass es keinem wirklich auffällt, dass es etwas gibt, was es zu verheimlichen gibt. Und so erzähle ich von meinen Urlauben und ich muss ja nicht erzählen, mit wem ich dabei war. Und so erzähle ich vom Kino des vorherigen Tages und ich muss ja nicht erzählen, mit wem ich dabei war. Und das geht so automatisiert und so selbstverständlich, dass ich auch nicht explizit das Gefühl hatte, ich muss mich da verstecken. Spannender wurde das dann beim zweiten Arbeitgeber. Und auch da ging es mir nicht um Diskriminierung. Da ging es ebenfalls eher um die Frage, an welchen
stellen, in welchen Kontexten lasse ich transparent werden, wie ich lebe und in welchen tue ich es nicht. Und wo ist es opportun und wo ist es nicht opportun. Es gibt so ein paar große Meilensteine, die nicht laut sind, sondern sehr leise sind. Zum Beispiel kann ich mich heute noch gut erinnern, als ich, aber da war ich schon beim zweiten Arbeitgeber, zu meinem Vorgesetzten bin und ihm gesagt habe, ich wollte mit Ihnen ein Thema ansprechen, weil ich bin der Überzeugung, Sie wissen es schon längst, aber man redet nicht darüber. Ich lebe mit einer Frau zusammen. Und ich möchte, dass Sie das explizit wissen, weil ich glaube, dass es dann für Sie leichter wird, mit mir umzugehen. Und das war ein wichtiger Moment. Seine Reaktion fand ich interessant. Er sagt, das ist mutig, dass Sie mir das sagen. Und ich sage ja, und ich habe auch nicht einen Impuls, das hier im Haus jetzt so breit zu treten und allen transparent zu machen. Aber an den Orten, an denen ich aktiv bin und wo ich nähere Freundschaften dazu habe, ist es natürlich allen klar. Und dann sagt er, das ist auch gut so, dass sie es nicht allzu sehr verbreiten. Habe natürlich in den ersten Jahren mich am Arbeitsplatz auch nicht geoutet. Es hat eine Kollegin von mir übernommen. Und es kam dann dieser Satz, dieser prägende Satz, ich finde es ja nicht schlimm, solange sie mich nicht anfasst. Also so eine richtig grobe Unterstellung. Mir war dann irgendwann dieses, sage ich mal, versteckt spielen oder dieses nicht zugeben oder dieses nicht offen sein, war mir dann irgendwann mal, ja, habe ich gedacht, so, ich lasse es jetzt einfach. Und wir hatten dann mal sonntags im geschäftlichen Bereich ein Event, saßen alle noch zusammen, haben Kaffee getrunken und dann habe ich zu ihr gesagt, also du glaubst nicht, wie mir früher die Frauen nachgelaufen sind. Und das fand sie dann irgendwie in dieser Runde so für sich nicht so toll. Dann kam diese Pause in dem Satz und dann habe ich gesagt, aber seit ich keine Handtaschen mehr klaue, hat es erheblich nachgelassen. Mich persönlich treibt eine Überzeugung. Ich glaube, wenn es etwas gibt in meiner Person, was ich verheimlichen muss, dann schwächt mich das in meiner persönlichen Überzeugungskraft. Und das hat mich immer schon getrieben, dass ich den Weg gesucht habe, an welchen Orten, wann bin ich so weit, dass ich es nicht verheimlichen muss, dass ich mit einer Frau zusammenlebe, weil ich glaube, dass ich nur dann wirklich zu der vollen Kraft meiner Persönlichkeit komme, auch um Menschen überzeugen zu können. Heute nennt man es Authentizität. Und mich zum Teil zu leugnen, führt immer zu einem gespürten Rest von Misstrauen. Menschen haben dafür eine gute Sensibilität. Ich glaube, dass es unerlässlich ist, dass Frauen sich solidarisieren und organisieren. Deshalb sind wir Architektinnen dann auch in die Kammer reingegangen, obwohl das damals auch ein reiner Männerladen war. Und wir sind dann auch in die Gremien reingegangen und gesagt haben, egal, wir müssen da rein und müssen gucken, dass wir die Rahmenbedingungen verändern. Und da sind die Wirtschaftsweiber ein ganz tolles Beispiel. Ich dachte, so ist die Welt. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir sie gestalten und dass wir sie umgestalten. Was kann ich selber dazu tun, dass sich da etwas verändert? Margarete wollte selbst aktiv werden und gründete ein Netzwerk für lesbische Führungskräfte. 150 Frauen organisieren sich heute bei den Wirtschaftsweibern. 1998 fing alles ganz klein an. Ich hatte ja beschlossen, dass ich Karriere machen will und habe mir dazu ein Buch gekauft. Und in diesem Buch stand drin, es ist gut und sinnvoll, Netzwerke zu haben. Und ein Teil, den ich erlebt hatte, war, meine Kollegen, die in solchen Netzwerken waren, Rotarier und Laien, die konnten erzählen, sie kennen da einen bei der IBM, sie kennen da einen bei Siemens, sie haben einen Kollegen von Daimler. Da dachte ich, ja, die brauche ich jetzt auch. Mein Versuch in den klassischen Netzwerken, dort unterzukommen, habe ich gemerkt, es stimmt da was nicht, weil ich habe als lesbisch lebende Frau noch ein paar andere Fragen, die dort überhaupt nicht zum Tragen kommen, die mich aber so neugierig gemacht haben. Also habe ich beschlossen, da muss ich selber eins gründen. Es gab in Bad Boll eine Tagung von Lesben, die findet alljährlich statt im Dezember. Und an dem Sonntagvormittag in dieser Tagung suchen Frauen Unterstützerinnen. Total spontan bin ich da aufgestanden und habe gesagt, ich bin ein Wirtschaftsweib und sollte es hier in diesem Raum, es waren vielleicht 200 Frauen, noch mehr Frauen geben, die ebenfalls in der Wirtschaft arbeiten und sich gerne mal zusammentun, um sich darüber auszutauschen, freue ich mich. Und es kamen 10 Frauen. Und wenn ich heute zurückblicke, finde ich es unglaublich, was wir damals alles nicht wussten. Wir wussten nicht, gibt es welche von uns in den Unternehmen. Wir wussten nicht, wenn es welche gibt, wo. Was man schon wusste, ist, es gibt viele unter den Krankenschwestern.
Es gibt viele unter den Lehrerinnen. Es gibt viele unter den Sozialarbeiterinnen. Aber wir wussten im Unternehmen nicht, gibt es welche und welche wo. Als Wirtschaftsweiber haben wir uns häufig an Wochenenden in einem Seminarhotel getroffen, auf der Schwäbischen Alb. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir immer überlegt haben, hängen wir an die Tür des Seminarraumes ein Plakat, wer da ist. Das war für uns als Wirtschaftsweiber eine erste politische Äußerung. Also macht das Private politisch, weil irgendwann mal haben wir da hingehängt, ein Seminar der Wirtschaftsweiber, dem Netzwerk für lesbische Fach- und Führungskräfte. Das ist auf der Schwäbischen Alb 1998 eine leichte Provokation gewesen. Die Wirtschaftsweiber organisierten zahlreiche Workshops. So entdeckten und eroberten sie ihre Arbeitswelt. Die Themen waren breit gefächert. Da waren Themen dabei, die naheliegen, nämlich wie machst du eigentlich Karriere? Was hast du dafür angestellt? Da haben wir dann auch mal eine Trainerin geholt. Wir haben uns aber auch darüber ausgetauscht, wie viel verdient Frau denn so? Das war eine super spannende Veranstaltung. Wir haben einen Metaplan genommen und haben einen Strahl aufgelegt. Das ging ja damals noch um D-Mark, ja, zwischen 40 und 130.000 D-Mark. Dann sind wir alle hinter der Metaplan-Tafel, weil keine wollte zeigen und sagen, wie viel sie verdient. Haben wir unsere Kuller gehängt und am Schluss haben wir gesehen, was verdient wird. Das Interessante war die Wirkung daraus, weil am Wochenende danach, also als wir uns das nächste Mal trafen, kam einer und hat gesagt, ich habe die 10.000er D-Mark-Grenze nach oben geknackt. Also die hatte sozusagen den Sprung schon über die 100.000 geschafft und die andere kam mit ihrem neuen Dienstwagen vorgefahren. Was war denn dein Lieblingsthema bei den Workshops? Für mich ganz klar die Farb- und Stilberatung. Ein anderes Tabuthema, was wir angenommen haben, war das Thema Kleidung. Damals war Lifestyle, Kleiderstil trendy, aber unter Lesben nicht so wirklich. Also man hatte damals einen Anzug an, man hatte ein Hemd an, man hatte feste Schuhe an und geschminkt hat man sich eigentlich auch nicht. Und das war so der Beginn, dieses Thema ein bisschen zu eröffnen. Und wir fanden es regelrecht einen Tabubruch, dass wir uns eine Referentin gegönnt haben, die uns was zum Thema Farbe und Stilberatung erklärt hat, ein Wochenende lang. Das war wie die Entdeckung der Welt aus einer anderen Blickrichtung heraus. Mir war es ein Anliegen, dass wir sagen, lasst uns reflektieren, wo sind unsere Stärken und wo sind unsere Potenziale. Und das war mir ein ganz großes Anliegen, dass wir eher auf der Schiene weitergehen, als uns gegen irgendetwas zu wehren. Das heißt, das Thema Revolte oder Protest war nicht wirklich unser Interesse. Aber unser Interesse war, das Thema in der positiven Wirkung weiter in die Öffentlichkeit zu geben. Margarete kämpft für ein positives Bild von lesbischen Frauen in der Öffentlichkeit. Dringend nötig, denn auch innerhalb der Community gibt es leider keinen Mangel an Vorurteilen. Das zeigt auch diese kleine Anekdote von einem Treffen mit dem Völklinger Kreis, dem schwulen Gegenstück zu den Wirtschaftsweibern. Es war eine der ersten Veranstaltungen zusammen mit dem Völklinger Kreis. In dem Fall, man hat sich gegenseitig kennengelernt, ich habe das Ding moderiert und den Abend moderiert. Und wir wollten ein bisschen drüber reden, was machen die Wirtschaftsweiber, wie sind wir aufgestellt, welche Themen beschäftigen uns. Und am Ende des Abends, wie man das halt so tut, frage ich, und war das jetzt eine Art des Miteinander-Austauschens, den wir durchaus fortsetzen könnten, dann sitzt doch glatt ein schwuler Mann dort aus dem VK und sagt, also er hat bisher immer gedacht, Lesben wären Lkw-Fahrerinnen. Der CSD in Stuttgart hat in den letzten Jahren zu immer größerer Sichtbarkeit der Szene beigetragen. Sehen sich unsere Interviewpartnerinnen auf den Paraden repräsentiert? In der Männerszene ist einfach mehr Geld da. Bei den Frauen, da gibt es natürlich auch Gutverdienerinnen, aber in der Relation viel, viel weniger. Also gibt es halt einfach auch viel Nicht-Gutverdienerinnen. Und da sitzt das Geld auch nicht so locker. Und deswegen sind eigentlich so Großveranstaltungen, machen dann schon eher die Jungs, weil sie halt auch die Mittel dafür haben. Und ich erlebe schwule Männer sehr viel mit sehr viel mehr Aufmerksamkeit, sehr viel mehr Spaß, ja auch extensiv für andere erkennbar, Sexualität zu leben, zu zeigen in Öffentlichkeit. Also was mich ja immer gestört hat beim CSD, dass die Frauen da auch immer so ein bisschen unten durchfallen. Also wenn man dann eben die Medien anguckt, dann sind halt immer die Jungs mit ihren tollen Kostümen vorne drauf. Und die Frauen, die dann oft sogar eher noch politische Themen haben, die werden gar nicht wahrgenommen. Und deswegen habe ich dann halt auch angefangen, habe gesagt, also wenn wir was machen, dann müssen wir auch aufrüsten.
Unter anderem haben wir eben im letzten CSD sind wir mit dem Motorrad vorne gefahren, ich auf meiner Harley. Und eben nicht nur mit dem Motorrad fahren, was Frauen ja vorher auch schon gemacht haben, sondern dass man dann halt auch sich was anzieht. Wir sind als Wirtschaftsweiber im Cadillac mal mitgefahren und die Leute haben uns Mut zugesprochen, dass wir doch weitermachen sollen als Frauen und sie fänden das klasse, dass es eben, dass es auch mehr Frauen gibt, die in Führung gehen, auch Lesben gibt, die in Führung gehen. Seit der Nachkriegszeit hat sich einiges getan. Die Frauen wurden mächtiger und die lesbische Community wurde sichtbarer. Aber wie sehen unsere Frauen eigentlich die heutige Generation? Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ich hoffe, dass Frauen heute schon etwas anders wahrgenommen werden. Aber das hängt auch damit zusammen, dass Frauen heute auch schon selbstbewusster auftreten und damit nicht mehr ganz so leicht ist, sie nicht ernst zu nehmen. Diese ganz große Veränderung, dass schon die jungen Leute es heute einfacher haben. Einfacher in der Form, es gibt Vorbilder. Also die jüngere Generation, ich finde schön, dass sie meiner Ansicht nach unbeschwerter an die Sache gehen können, dass viele meiner Generation und auch vielleicht schon von einer Generation davor den Weg leichter gemacht haben und geebnet haben. Meine Beobachtung ist schon, dass es, glaube ich, eine größere Offenheit gibt und dass lesbische Frauen heute auch vielleicht entspannter sind. Der Druck ist ja auch einfach nicht mehr ganz so groß und Druck macht immer enger. Also ich glaube, dass heute lesbische Frauen viel selbstbewusster sind, weil es einfach auch nicht mehr so einen großen Druck gibt. Es ist einfach eine größere Liberalität in der Gesellschaft oder dass überhaupt Frauen sagen, ich bin lesbisch, das ist irgendwie, früher war das irgendwie so, allein das Aussprechen war schon fast ein Tabubruch. So. Viele höre ich, dass sie sagen, wir müssen uns nicht mehr organisieren, weil wir haben alles, wir können alles werden, was wir wollen. Bis sie dann ein bisschen älter werden und dann feststellen, oh nein, so einfach ist es doch noch nicht, sich selber zu definieren, vorwärts zu kommen, sich zu gestalten. Was ich mir wünschen würde, wäre ein bisschen mehr Neugier auf die Zeiten, die vor ihnen liegen, wie man sich organisiert hat und zusammengetan hat, um noch deutlicher zur Gleichheit zu kommen. Ich fände es zum Beispiel total toll, wenn es junge Frauen gäbe, die jetzt in Sarah gehen würden und das Sarah übernehmen würden, weil ich finde, das wäre dringend. Also ich würde mir wünschen, dass junge Frauen die Augen aufmachen und gucken, wie eigentlich die Realitäten in der Gesellschaft sind, immer noch. Und ich würde mir wünschen, dass es einen größeren Austausch gibt untereinander und dass junge Frauen öffentlich für Frauenrechte kämpfen und nicht meinen, das ist sowieso alles selbstverständlich, weil alles, was erkämpft wurde bisher, ist ziemlich schnell auch wieder rückabzuwickeln. Und das ist eine Sicherheit, die nicht gegeben ist. Und das würde ich mir wünschen, dass Frauen dafür, junge Frauen dafür eine Wahrnehmung haben, dass es immer wieder neu erkämpft werden muss und möglichst erweitert werden muss, dass wir wirklich irgendwann eine Gesellschaft haben, wo wir egalitäre Lebensbedingungen haben und möglichst frei uns entscheiden können, welche Berufe wir haben, welche Beziehungen wir haben, in welchem Geschlecht wir leben wollen. Das war der zweite Teil von Queer Life in the City in Stuttgart. Danke, Maren. Es war eine wirklich schöne Zeitreise mit euch. Seid gespannt auf den nächsten Teil, vielleicht bald in eurer Stadt. Girl Power!